Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 522. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du die Geschicke dieser Welt, die Geschicke der Geschichte in deiner Hand hältst. Dass du Türen öffnest, von denen wir uns vielleicht nie haben träumen lassen, dass sie geöffnet werden können. Und dass du dafür sorgst, dass wenn wir im Glauben an dein prophetisches Wort vorangehen, dass du uns hilfst, dass du für uns da bist und dass du die Weichen stellst, die wir alleine niemals stellen könnten. Herr, ermutige uns auch heute durch dein Wort. Sprich zu uns, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und hab Dank dafür. Das bitten wir alles im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Esra, Kapitel 6. Nach einigen weiteren Jahren des Baus am Tempel, nachdem Darius den Befehl von Kyros durch einen zweiten Erlass bestätigt und unterstützt hat, ist der Tempel im sechsten Jahr des Darius, im 12. Monat, fertiggestellt worden. Es gibt eine Einweihungsfeier. Und wir lesen weiter in Vers 18. Und sie bestimmten die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen für den Dienst Gottes in Jerusalem, wie es im Buch Moses geschrieben steht. Also nicht nur ist der Tempel wieder gebaut, sondern auch der Heiligtumsdienst soll so ausgeführt werden, wie es in den Büchern Mose beschrieben war. Hier an dieser Stelle springt der Text wieder von Aramäisch auf Hebräisch. Und die Kinder der Gefangenschaft hielten das Passa am 14. Tag des ersten Monats, am 14. Nisan. So wie es ja seit Mose eigentlich gefeiert werden sollte. Denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann, sodass sie alle rein waren. Wir erinnern uns zu früheren Zeiten, zum Beispiel bei Hiskia gab es manchmal das Problem, dass nicht alle sich rechtzeitig gereinigt hatten und deswegen es dann Probleme gab, dass die Opfer auch alle geschlachtet werden konnten. Hier war also wirklich auch mit Überlegungen und mit Vorausplanung dieses Passa organisiert worden. Und sie schächteten das Passa für alle Kinder der Gefangenschaft und für ihre Brüder, die Priester und für sich selbst. Und die Kinder Israels, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, aßen es. Und alle, die sich von der Unreinheit der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Da gab es also auch Menschen, die Teil des Volkes Gottes wurden, indem sie Gott gesucht haben und sich von den Unreinheiten des Götzendienstes, von den Unreinheiten des Heidentums abgesondert haben. Hier sieht man, was es bedeutet, Teil des Volkes Gottes zu werden, Gott zu suchen und sich abzusondern von dem Unreinen und Bösen dieser Welt. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden, denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assyrien ihnen zugewandt. Das ist eine interessante Formulierung, denn natürlich war es der persische König, der allerdings über das Gebiet auch herrschte, was früher von den Königen von Assyrien regiert worden war, sodass ihre Hände gestärkt wurden in dem Werk am Haus Gottes, des Gottes Israels. Wenn wir sehen, wie Gott eingreift in unser persönliches Leben, in die Weltgeschichte, wenn wir sehen, wie Gott für unsere Gemeinde, für unsere Familie, für unsere Freunde etwas tut, dann wird unser Herz fröhlich. Und deswegen sollten wir zu Gott beten und aus seinem Wort leben, im Glauben vorangehen, dass wir Erfahrungen mit ihm machen, die uns dann fröhlich machen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt kaum etwas, was so tiefe Freude macht, wie wenn man sieht, dass Gott wirkt in unserem Leben und im Leben von anderen, die uns wichtig sind. Nach diesen Ereignissen, und das ist jetzt ein Sprung von einem guten halben Jahrhundert, geschah es unter der Regierung Artasastas, des Königs von Persien. Das jetzt ist Artaxerxes, der Erste. Manchmal in der älteren Literatur noch mit einem später lateinisch gegebenen Beinamen Longimanus bezeichnet. Aber das ist Artaxerxes der Erste, der in der Mitte des 5. Jahrhunderts in Persien regierte, nach Darius, der
den wir hatten jetzt am Ende von Esra 6, kam dann noch Xerxes, der in den 480ern anfing zu regieren. Und nach Xerxes, der übrigens die entscheidende Rolle im Buch Esther spielt, das wir auch noch lesen werden, kommt dann Artaxerxes. Wir sind also jetzt schon einige Generationen weiter in der Geschichte. Dass Esra, der Sohn Serajas, des Sohnes Asarias, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Shalloms, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Achitubs, des Sohnes Amarias, des Sohnes Asarias, des Sohnes Merajots, des Sohnes Zacharias, des Sohnes Ussis, des Sohnes Wukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes des Pineas, des Sohnes Eleazars, des Sohnes Aarons, des obersten Priesters. Hier haben wir also den Esra, der dem gesamten Buch seinen Namen gegeben hat. Mit einer langen Abstimmungsliste, die deutlich macht, dass er sehr genau seinen Eintrag im Geschlechtsregister nachvollziehen konnte, bis zu Aaron zurück. Er war also aus priesterlichem Geschlecht. Dass dieser Esra von Babel heraufzog nach Jerusalem. Es gab also noch viele Jahrzehnte später, nach dem Fall Babylons, immer noch etliche Juden in Babylon, die jetzt erst die Entscheidung fällten, wir wollen nach Jerusalem. Und er war ein Schriftgelehrter, wohl bewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Vielfach wird davon ausgegangen, dass es Esra war, der auch die vielen alten Schriftrollen sammelte, Abschriften des Gesetzes, Abschriften der Propheten und eine entscheidende Rolle mitgespielt hat in der Zusammenstellung der verschiedenen jüdischen Schriften zu dem, was sich dann langsam als der Kanon des Alten Testamentes herauskristallisieren sollte. Und hier sehen wir, wie Artaxerxes für ihn ist, weil Gott alles lenkt und leitet. Und etliche von den Kindern Israels und von den Priestern und Leviten, von den Sängern und Torhütern und Tempeldienern zogen mit ihm nach Jerusalem hinauf im 7. Jahr des Königs Artasaster. Nach dem ersten großen Zug von Serubabel und Jeschua angeführt, damals zur Zeit von Kyros, gibt es jetzt eine neue Welle unter Artaxerxes, angeführt von Esra. Und auch hier wieder viele Personen, die auch eine Rolle am Tempel spielen sollten. Und er kam im 5. Monat nach Jerusalem, im 7. Jahr des Königs. Die genauen chronologischen Details dazu würden hier zu weit führen, aber wir können festhalten, dass es sich um das Jahr 457 vor Christus handelt. Ein Datum, das sehr wichtig ist, das wir uns merken sollten, weil wir es später auch noch einmal in Daniel dringend brauchen werden. 457, das 7. Jahr des Königs Artaxerxes. Denn am ersten Tag des ersten Monats begann der Hinaufzug von Babel und am ersten Tag des 5. Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Es war also kein Zuckerschlecken, keine einfache Sache, dort diese lange Wanderung, diese lange Reise von Jerusalem anzutreten. Es hat 4 Monate gedauert. Und dann kommt ein sehr schöner Vers, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Dieser Vers ist ein Grundlagenvers für das Bibelstudium. Er zeigt alle 4 wesentlichen Elemente des Bibelstudiums: unsere Herzensvorbereitung, damit Gottes Geist überhaupt zu uns sprechen kann, indem wir durch Gebet uns Gott nahen, unser Leben übergeben, Sünde bekennen, dass er uns lehren kann. Dann das Erforschen des Gesetzes, also das methodische, systematische Studieren, nicht nur oberflächlich blättern, sondern wirklich suchen. Und dann das Umsetzen, das Tun, dass wir das Gelesene nicht nur uns merken, sondern tatsächlich umsetzen und dann in Israel Gesetz und Recht zu lehren, dass wir es anderen weitergeben. Herzensvorbereitung, genaues Studium, Umsetzung in die Praxis und Weitergabe an andere. Das sind die 4 Säulen echten Bibelstudiums, die wir von Esra hier lernen können. Und dies ist die Abschrift des Briefes, den der König Artasaster, also Artaxerxes, dem Priester Esra gab, dem Schriftgelehrten, der gelehrt war in den Worten der Gebote des Herrn und seiner Satzung für Israel. Und jetzt kommt wieder eine Abschrift eines offiziellen Dokumentes, wie wir es ja schon in Esra immer wieder gesehen haben, wo Briefe und
im Original und Dekrete im Originallaut zitiert werden. Und hier ab Vers 12 haben wir deswegen auch wieder Aramäisch als Sprache. Artasasta, der König der Könige. Das ist dieser berühmte Titel, den schon die Assyrer hatten, der bei den Babyloniern vorkommt und vor allem jetzt bei den Persern. Shasharani, der König der Könige. An Esra, den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels ausgefertigt und so weiter. Es ist von mir befohlen worden, dass jeder mit dir ziehen soll, der in meinem Reich vom Volk Israel und seinen Priestern und Leviten willens ist, nach Jerusalem zu gehen. So ähnlich wie auch der Befehl von König Kyros Jahrzehnte zuvor. Weil du von dem König und seinen sieben Räten gesandt bist, die sieben Räte werden auch in Esther noch eine Rolle spielen, gehen zurück auf die Umstände der Thronbesteigung von Darius, als da ein siebener Rat eine entscheidende Rolle gespielt hat im Sturz des falschen Bardia. Um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem durchzuführen nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist. Also viele verstehen nicht wirklich, was diese Bedeutung dieses dritten Erlasses, dieses Erlasses von Artaxerxes ist. Der Esra bekommt den Auftrag, Jerusalem zu untersuchen, Juda und Jerusalem, und zu sehen, ob dort der Zustand mit dem Gesetz Gottes übereinstimmt. Das Wort Gottes hatte ja eine klare Mission, einen klaren Auftrag für Jerusalem. Es sollte wieder aufgebaut sein. Und Esra bekam jetzt den Auftrag, zu schauen, wie es um Jerusalem steht. Ob der Zustand Jerusalems in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes über Jerusalem ist. Und wie wir wissen und sehen werden, war die Stadt noch nicht völlig aufgebaut. Und so war dieser Befehl implizit die Aufforderung, die Stadt Jerusalem so weit wieder herzustellen, dass die Stadt Jerusalem dem entsprach, was im Wort Gottes über Jerusalem stand. Und um das Silber und das Gold hinzubringen, das der König und seine Räte dem Gott Israels, dessen Wohnung in Jerusalem ist, freiwillig gegeben haben. Dazu alles Silber und Gold, das du in der ganzen Provinz von Babel bekommen wirst, samt der Gabe, die das Volk und die Priester freiwillig geben für das Haus ihres Gottes in Jerusalem. Deshalb kaufe gewissenhaft für dieses Geld Stiere, Widder, Lämmer samt den dazugehörigen Speisopfern und Trankopfern und opfere sie auf dem Altar bei dem Haus eures Gottes in Jerusalem. Und was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Silber und Gold zu tun gut erscheint, das tut nach dem Willen eures Gottes. Sie waren also frei, mit diesem Geld auch weiterzubauen an der Stadt, an der Mauer. Und die Geräte, die dir übergeben werden für den Dienst im Haus deines Gottes, die sollst du vollständig abliefern vor Gott in Jerusalem. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir sehen können, wie König nach König durch Dekrete und Erlasse das möglich gemacht hat, was dein Wort gesagt hat. Und Herr, wir sehen in diesem dritten Erlass, dass Esra eine Untersuchung machen sollte, inwieweit der reale Zustand der Stadt dem biblischen Ideal entsprach und gegebenenfalls Verbesserungen vornehmen sollte. Und Herr, das wollen wir auch auf uns anwenden. Hilf uns zu verstehen, wie weit wir noch von deinem Ideal als Gemeinde, als Familie, als Einzelperson entfernt sind und dass wir von dir den Auftrag erhalten und von dir die Kraft und alles, was dazu notwendig ist, dass durch deinen Geist wir dem entsprechen dürfen, was dein Wort über gläubige Menschen sagt. Herr, dafür danken wir dir und bitten all das in deinem Namen. Amen.